Eine Ungleichung der unangenehmen Sorte von Seite 2, die Aufgaben Nummer 37, auch im Wiederholungskurs behandelt. Wir stellen fest, dass diese Ungleichung aus einem linken und einem rechten Teil besteht. Das hier ist also der linke Teil der Ungleichung und bei diesem linken Teil der Ungleichung sind wir ziemlich schnell fertig. Der linke Teil der Ungleichung sagt also aus, dass x-Betrag größer als ein Viertel ist. Auf dem Zahlenstrahl dargestellt ist das ein Viertel minus ein Viertel. Alles, was größer als ein Viertel ist, alles, was kleiner als minus ein Viertel ist. Und dazu braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ja, das lässt sich also noch umformen in die Lösungsmenge L1. Das ist die Menge x Element R mit x kleiner als minus ein Viertel oder x größer als ein Viertel. So, wesentlich interessanter ist die Ungleichung rechts. Wenn man sich diese Ungleichung anguckt, das ist also jetzt hier die rechte Ungleichung, und diese rechte Ungleichung wird mit 4 mal x minus 2 multipliziert. Wegen den Betragsstriche beim x-Betrag hier und hier muss ich eine Fallunterscheidung machen in drei Fälle. Der erste Fall sagt also aus, dass x größer als 2 ist, dann darf ich mit dem Term hier multiplizieren, ohne an der Ungleichheitsrelation was zu ändern. X-Betrag löst sich auf und wir haben folgenden Ausdruck da stehen. Erstmal ein x, dann eine 4, ein x minus 2. Aus der minus ein Viertel, die 4 fällt weg, wird ein x minus 2. Die Ungleichheitsrelation bleibt. Da x minus 2 positiv, 16x Quadrat plus 11x minus 38. X-Betrag wird zu x, das x plus 1 wird abgeschrieben und die 4 und die x minus 2. Wenn wir diese beiden Terme multiplizieren, erhalten wir das Ergebnis x Quadrat minus x minus 2 und das müssen wir noch multiplizieren mit minus 4x. Und wir fangen vorne nochmal an und gucken, was da rauskommt. Hier kommen also raus 4x Quadrat minus 8x minus x plus 2 kleiner als 16x Quadrat plus 11x minus 38 und jetzt minus 4x hoch 3 plus 4x Quadrat und plus 8x. Äquivalent rübergeholt, alle Zahlen auf die linke Seite, dann sind wir erstmal bei 4x hoch 3. Jetzt kommen die x-Quadrate, 4x² minus 16x² sind minus 12x² und nochmal 4x² abgezogen, dann sind das minus 16x². Ich kann auch sagen, die 4x² heben sich auf, die 16 auf die andere Seite gebracht. So, wir sind beim x minus 8x minus 9x. Nochmal 11x abgezogen sind minus 20x und nochmal 8x abgezogen sind minus 28x. Und eine 2 und eine 38 geben eine 40 kleiner als 0. Wenn ich mich jetzt hier nicht verrechnet habe, vermute ich, dass ich faktorisieren kann. Wir holen erstmal die 4 raus. X hoch 3 minus 4x² minus 7x plus 10 kleiner als 0 und raten eine Nullstellung. Wenn ich es mit der 1 versuche, habe ich eine 1, eine minus 4, eine minus 7 und eine 10. Das sind gerade 11 und minus 11. Wir sehen, das geht schon auf. Das heißt, wir haben im Prinzip hier schon den Anfang vom Horner-Schema. Eine 0. Horner-Faktor ist anscheinend die 1. Eine 1, eine minus 3, eine minus 3, eine minus 10, eine minus 10 und weg. Das heißt, wir können sagen, x minus 1, weil 1 eine Nullstelle ist, können wir nach dem Satz von Vieta x minus 1 rausholen. Und nach dem Horner-Schema erhalten wir übrig x² minus 3x minus 10 kleiner als 0.
Wir gucken, ob die 10 ein Produkt ist von einer 2 und einer 5. Negative 5, positive 2 ist die Summe da. Und wir können weiter sagen, das ist x minus 2 und x minus 5 und x plus 2. Probe, das Produkt der beiden Zahlen ist minus 10, die Summe der beiden Zahlen ist minus 3, es passt. So, wir haben den Fall x größer als 2. Wir versuchen darzustellen, was wir hier für eine Ungleichung haben. Ich markiere die 1, ich markiere die 5, ich markiere die minus 2. Und wenn das ganze Produkt kleiner als 0 sein muss, wenn das x größer als 5 ist, dann ist die Aussage falsch. Also sind das die Zahlen von 1 bis 5 und alles, was kleiner als minus 2 ist. Da aber außerdem das x größer als 2 ist, geht die Sache hier los bei der 2 und wir haben nur noch diesen Bereich über. Wir können hier also sagen, das ist jetzt unsere Lösungsmenge L2 zum Beispiel und das ist gerade die Menge der x-Element R. Und das x muss größer als 2 sein und das x muss kleiner als 5 sein und zwar kleiner als gleich 5. So, also alles, was zwischen 2 und 5 ist. So, dann sind wir beim nächsten Fall. Das ist der Fall 0 kleiner gleich x kleiner als 2. Da hat sich, weil ich x minus 2 raufmultipliziert habe, die Ungleichheitsrelation umgedreht. Das heißt, hier ist alles genauso geblieben, nur die Ungleichheitsrelation hat sich halt rumgedreht. Hier also auch. Das heißt, wir können sofort sagen, dass x minus 1 mal x minus 5 mal x plus 2 größer als 0 ist. Wenn ich das auf dem Zahlenstrahl angucke, dann ist das was, was hier ist und das, was hier ist. Da wir außerdem den Fall zwischen 0 und 2 haben, können wir sagen, es geht hier bei der 0 irgendwo los, es geht zur 2 und wir sind bei diesem Bereich, also was zwischen der 0 und der 1 ist, das dürfen wir nehmen und deswegen können wir jetzt formulieren die Lösungsmenge L3. Das ist also die Menge x Element R mit 0 kleiner als x kleiner als 1. So, jetzt sind wir beim nächsten Fall, der Fall, dass das x kleiner als 0 ist. Dann drehen sich die Betragszeichen um und wir können von der Rechnung vorher sagen, dass sich welche Terme rumgedreht haben, die Terme hier, weil da das war es x-Betrag. Das heißt, die Terme hier haben sich rumgedreht. Und wir haben stehen minus 4x² und plus 8x. Die minus x ist geblieben, die plus 2 ist geblieben, die 16x², die 11x, die minus 38 ist geblieben. Und wegen dem x-Betrag drehen sich hier hinten wieder alle Vorzeichen um. Plus 4x hoch 3, minus 4x² und minus 8x. So, jetzt bringen wir alles auf die rechte Seite und sagen, das ist äquivalent. 4x hoch 3 ist also dieser Term hier. So, wir sind bei 16x² minus 4x² sind 12x² und die 4x dazu addiert sind also, wie gesagt, falsch gerechnet. 16 plus 4 sind 20. Plus 4 sind 24x². So, bei den x'en 11x minus 8x sind wir bei 3x. 3x, einer dazu gezählt, sind 4x. Und 8x abgezogen sind minus 4x. Wie gesagt, alles auf die rechte Seite gebracht. Minus 38 minus 2 sind minus 40. Und das ist größer als 0. Durch 4 geteilt ist äquivalent x hoch 3 plus 6x² minus x minus 10 größer als 0. So, es kommt wieder auf das Nullstellenraten an. Eine 1,
eine 6, eine minus 1, eine minus 10. Die 1 tut es nicht. Die minus 1 wird es dann auch nicht tun. Minus 1, eine 6, eine 1 und eine minus 10 tut es auch nicht. Wir versuchen es mit der 2. Eine 8, 6 mal 4 sind 24. Minus 2, minus 10. Das tut es auch nicht. Mit der minus 2 sind minus 8 plus 24 plus 2 und minus 10 sind 26. Ja, das tut es auch nicht. Also werde ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach verrechnet haben und der Term hier wird vermutlich nicht stimmen. Jetzt kann man sich auf die Fehlersuche machen und gucken, was da schiefgelaufen ist. Minus 4x² plus 8x minus x plus 2, 16, 11x minus 38. Hier alle Vorzeichen umgedreht. Das ist soweit alles richtig. So, nochmal angefangen bei 4x hoch 3, die waren positiv. Bei den x Quadraten minus 4x Quadrat plus 16x Quadrat sind wir bei 12x Quadrat und aus den 12x Quadrat nochmal 4 hin dazugezogen. Da habe ich also nicht aufgepasst bei den x Quadraten. Die 4x Quadrat heben sich auf und die 16 bleiben über. So, dann nehmen wir mal an, dass wir die anderen Terme richtig haben. Können wir aber auch noch mal kurz prüfen. 11x minus 8x sind 3x. 4x minus 4x, der Rest scheint zu stimmen. Dann sind wir also bei folgendem. X hoch 3 plus 4x² minus x minus 10 ist größer gleich 0. Nochmal die 1 eingesetzt, eine 1, eine 4, eine minus 1, eine minus 10, klappt nicht, die minus 1 klappt auch nicht, 4, eine 1, minus 10, eine 2 eingesetzt, eine 8, eine 16, eine minus 2, eine minus 10, das sind 24, 12 passt auch nicht. Die minus 2 eingesetzt, dann habe ich hier stehen 16, eine 2 und eine minus 10 und passt das, das sind 18, das passt. Wir können also endlich feststellen, das sind x plus 2, eine Runde gehornert, eine 1, eine 4, eine minus 1, eine minus 10, eine 0, eine 1, Horner Faktor minus 2. Dann sind wir bei 2, minus 4, minus 5 und plus 10. Geht auf und erhalten x² plus 2x minus 5. Ich versuche das als Produkt darzustellen. Wenn ich das versuche, dann habe ich eine 5 und eine 1. Die werden leider keine 2. Also wähle ich die PQ-Formel und sage x1, 2 ist gerade gleich minus 1. Plus minus die Wurzel aus 1 plus 5 ist also minus 1 plus minus Wurzel aus 6. So, wenn ich das jetzt auf dem Zahlenstrahl darstelle, habe ich also drei interessante Zahlen. Das ist die Zahl minus 2, dann die Zahl x1 ist minus 1 minus Wurzel 6, ist irgendwo hier. Und die Zahl minus 1 plus Wurzel 6 ist x2 und ist irgendwo hier. Also wie gesagt, x1 sei minus 1 minus Wurzel 6 und x2 minus 1 plus Wurzel 6. Dann habe ich die drei Zahlen auf dem Zahlenstrahl. Das Ganze soll größer als 0 sein. Das heißt, wenn wir größer als x2 sind oder zwischen x1 und minus 2, dann ist die Ungleichung erfüllt. Zusätzlich haben wir aber die Bedingung, dass das x kleiner als 0 ist. Das heißt, hier ist Ende. Und dann habe ich die Zahlen, die Lösungsmenge L4, wären jetzt die x-Element R mit der Eigenschaft x1 kleiner gleich x kleiner gleich minus 2. So, jetzt geht es darum, diese ganzen Lösungsmengen zu vereinen. Wir müssen jetzt also feststellen, dass einmal die Bedingung links gelten muss
Und dann müssen alle drei Bedingungen rechts mit oder verknüpft werden. Ich kann mir jetzt also erstmal die rechte Seite angucken und die zu einer Lösungsmenge zusammenfassen. Ich nehme jetzt also die Lösungsmenge rechts und das ist gerade die Lösungsmenge L2, Union L3, Union L4. Und das wären jetzt also die x-Element R, die folgende Bedingung erfüllen. Wir hatten zuerst mal den Fall hier. Das wäre x größer als 2 und x kleiner als 5. Dann hatten wir die nächste Lösungsmenge oder die 0 kleiner x kleiner 1 oder die x1 kleiner x kleiner gleich minus 2. Versuchen wir das kurz mal auf dem Zahlenstrahl darzustellen. Wir haben also hier die minus 2, wir haben hier die x1, das ist der rechte Teil der Lösungsmenge. Dann habe ich hier die 0 und die 1, dann habe ich hier den nächsten Teil der Lösungsmenge und dann habe ich das, was x größer als 2 und x kleiner als 5 ist, was zwischen 2 und 5 ist, das scheint auch noch die Lösungsmenge zu sein. Diese Lösungsmenge muss ich mit der anderen Lösungsmenge L links koppeln. Diese war also das x betraglich größer 1/2. Und jetzt muss ich sagen, die Lösungsmenge ist gerade L links geschnitten mit L rechts. Das bedeutet, es müssen beide Bedingungen erfüllt sein. Und das bedeutet, alles, was x betraglich kleiner als 1/2 ist, fällt weg. Durch die erste Bedingung fällt also folgender Teil weg. Das ist dieser Bereich hier. Und der Rest bleibt als Lösungsmenge über. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ist die Lösungsmenge jetzt insgesamt erstmal der Fall x1 kleiner x kleiner minus 2. Oder der nächste Fall geht jetzt nur noch von 1/2 kleiner als x kleiner als 1. Da muss ich gerade am Anfang nochmal gucken. Ich glaube, das war kleiner gleich bei der ersten Ungleichung. Jawohl. Und der letzte Bereich wäre also oder x2, das kann ich auch anders schreiben, 2 kleiner als x und kleiner als 5. So, und wenn ich mich nicht verrechnet habe, bin ich dann mit der Ungleichung fertig. Der Strich ist ein bisschen schief gegangen. Ich muss es also ohne den Trick versuchen. So, das wäre die Lösungsmenge und ich verabschiede mich damit.